Hallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fable The Lost Chapters mit Big Pauli. Nachdem wir jetzt so viel Zeug in dem letzten Part bekommen haben, würde ich sagen, geben wir jetzt erstmal ein bisschen Erfahrungspunkte aus. So, alle Erfahrungspunkte ausgegeben. Und jetzt gehe ich zu dem Händler hier. Ihr findet bestimmt etwas, das euch zusagt. So, mal ein bisschen alte Kleidungssachen verkaufen. So, habe ich jetzt genug Geld für die Waffe? Nein, dafür fehlen mir immer noch 1000. Hey, kleiner Rabauke! Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als den Schmied von Nordhull Glade aufzusuchen. Vielleicht kauft er mir auch noch ein bisschen was von meinem Mist ab. Seid jetzt vorsichtig. Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten, Sir. Das Obsidian-Hackmesser kannst du gerne haben. Und den Obsidian-Großhammer ebenfalls. Ihr wart erstaunlich in der Arena. Aber warum hat ihr Whisper getötet? Weil sie mich ständig beleidigt hat und blöd war. Und in der Heldengilde kaufe ich mir nun die stärkste mögliche Nahkampfwaffe, die ich derzeit kriegen kann. Geht's euch gut? Ihr findet bestimmt etwas, das euch zusagt. Zu diesem Schwert verlese ich jetzt mal kurz den Text. Diese seltenste aller Waffen wurde in mehr Sagen, Geschichten und Überlieferungen besungen als irgendeine andere. Die Schwerter in Gold und Schwarz fühlen sich warm an, wenn man sie in die Hand nimmt, als hätten sie längere Zeit in der Nachmittagssonne gelegen. Und werden sie durch die Luft geschwungen, scheint es fast, als würden sie sinken. Wie alle Waffen des Alten Reichs sind sie unzerstörbar und überaus tödlich. Ja, und es ist außerdem die stärkste. Die Arena ist genau das Richtige für euch. Normal kaufbare Waffe, die es im Spiel gibt. Und ich werde die gleich mal mit Flammen
und Silber verstärken. Oh yeah, das sieht doch mal episch aus. Also gut, dann wollen wir doch mal sehen, was es... Richtig, dafür muss ich zum... Dorf Oak Vale. Für diese Nebenquest. Erstmal, weil ich von Zwillingsklings Lager aus nicht diese Quest erreichen kann. Schön euch zu sehen. Daran erinnere ich mich noch. Und ich kann jetzt bei Zwillingsklings Lager die mit Abstand aufwendigste aller Dämonentüren öffnen, jetzt da ich endlich die drei nötigen Rüstungen habe. Was für ein seltsamer Weg. Bitte helft mir. Mein Bruder Thomas hat sich irgendwo davon verirrt. Mir nach. Ich glaube, er ist irgendwo da oben. Wenn er sich verirrt hat, warum weißt du dann bitte schon, wo er ist? Das ergibt keinen Sinn. Er ist tiefer in den Wald rein. Ich trau mich da nicht das. Ja, dann zerhackstückel ich die Räuber mal für dich. Das ist eine vergleichsweise sehr einfache Quest. Aber es ist ja auch nur eine Nebenquest. Die gehört nicht zur Hauptstory. Aber ich mache trotzdem alle Nebenquests. Auch wenn sie für böse Menschen sind, werde ich nun jede Quest machen. Außer es gibt Alternativen. Wenn man sich zwischen gut und böse entscheiden muss, werde ich immer gut nehmen. Außer es ist lukrativ und wichtig. Wie zum Beispiel gerade eben die 10.000 Goldstücke, die ich für die Tötung von Whisper gekriegt habe. Ich bin hier drüben. Helft mir! Ich bitte helft! Schnell! Holt mich! Ich folge! Ich schließe aus!
Ist das gruselig! Wie konnte ich nur so dumm sein? Keine Ahnung, sag du's mir. Ich seh sie. Haltet eure Augen offen. Stan, wo seid ihr? Versucht euren Kampfmultiplikator noch höher zu bekommen. Stan und Thomas, was für blöde Namen. Ich habe Angst. Brauchst du aber nicht, ich töte einfach alle, die uns töten wollen. Stan, wo seid ihr? Du wagst es mit einer Armbrust auf mich zu schießen? Warte mal, dafür bringe ich dich um. Ich folge, ich folge. Seht nur da. Wie konnte ich nur so dumm sein? Oh, ihr habt ihn gefunden. Danke, danke. Nehmt das. Vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Schatztipp Nummer 2. Verirrter Händler abgeschlossen. Halt. Bevor ich mich zurück teleportiere, mache ich jetzt endlich dieses Ding da hinten auf. Diese Dämonentür, die kann ich jetzt, da der Quest abgeschlossen ist, erreichen. Was? Oh, seid ihr doch keiner von denen, oder? Meine Augen sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Einer war ein edler Ritter. Seine Rüstung glänzte gar herrlich. Wahrscheinlich hat das meine Augen beschädigt. Dann war da ein böser Magier, der die allerdunkelsten magischen Gewänder trug. Der letzte war ein Schurke, ein Räuber, etwa wie die Jungs hier. Ah, ich erkenne euch. Der edle Ritter. Wo ist der böse Magier, den ich erwarte? Der ist hier. Ich erkenne euch. Der böse Magier. Wo ist der heimtückische Räuber, den ich erwarte? Der ist hier. Ich erkenne euch, der heimtückische Räuber, meine Freunde, willkommen. Und wieder eine Dämonentür, die ich geknackt habe. Schrein der Bitterkeit. Mal sehen, was sich dahinter verbirgt. Der Puppenspielerkolben. Eine Waffe, die eindeutig schwächer ist als meine. Trotzdem werde ich den Waffentext dazu mal verlesen.
Flinke Finger und ein Auge für Feinheiten waren die Kennzeichen des Puppenspielers. Nur ein einziges Mal nutzte er seine Fähigkeiten, um eine Waffe zu entwickeln. Das hier war das Ergebnis, ebenso kolossal wie seine Puppen zierlich waren. Ja, der Puppenspielerkolben ist für Zauberer eigentlich. Ich konzentriere mich aber nicht auf Magie, ich bin eher ein Krieger. Der die mächtigsten Schwerter und andere Waffen schwingt. So, jetzt kann ich zurück zur Gilde. Oh mein Gott, ich habe meine Kleidung noch gar nicht zurückgewechselt. Dann wollen wir doch jetzt mal die Quest Durchbruch angehen. Aber erstmal gucke ich, ob ich eine Großtat akzeptieren kann. Ja! Hey! Wunderbar! Solo-Mission. Komm schon, sprecht lauter! Hey! Juhu! Und General töten. Auf zur Quest. Halt! Ihr seid der Held, den sie geschickt haben. Ich habe einen neuen Auftrag für euch. Diese verdammten Dorfbewohner halten unseren Boss gefangen und wollen ihn hängen. Ich will, dass ihr dem Obermarker da eine Nachricht überbringt. Sagt ihm, dass wir sein kostbares Dorf dem Erdboden gleich machen, falls er uns unseren Boss nicht zurückgibt. Verstanden? Macht euch los. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich lasse diesen Räuber nicht davonkommen. Er hat dieses Dorf schon viel zu lange ausgeplündert. Wir beobachten ihn vom Hügel oberhalb der Taverne aus. Da wird er absteigen. Ihr müsst euch also nur dorthin begeben und das Räubergesindel dieses Abschaums erledigen. Sprecht mit dem Wächter dort. Wenn ihr bereit seid, dann wird er für euch die Tore öffnen. Ich ziehe mich in meine Hütte zurück. Viel Glück! Im Grunde muss ich also nur ein paar Räuber niedermetzeln. Ihr wollt es ganz allein mit ihnen aufnehmen? Ihr seid ein echter Held oder ein echter Dummkopf? Nun denn, fangen wir an. Ich bin ein echter Held. Seht nur, die Tore öffnen sich. Jetzt können wir unseren Boss befreien. Schnappt euch die Räuber, bevor sie den Anführer befreien. Ihr seht die Sonne nicht. Der Gefangene ist entkommen. Schnell, töte den Räuber. Gut, diese Banditen werden so schnell nicht zurückkommen.
Und wieder eine Quest erfüllt. Wunderbar. Viel Spaß noch, ja? Auf zum Grabhügelfeld. Wir hörten, Zwillingsklings treue Anhänger wollen seinen Tod rächen. Sie haben eine Bande sehr erfahrener Attentäter angeheuert, um euch zu töten. Seid auf Überraschungsangriffe gefasst. Jo. Euer Geschick als Bogenschütze ist beeindruckend. Ihr solltet eure Kräfte am Bogenschießstand bei Nottleblade messen. Nee, kein Bock. Du hast Messer Jack also endlich getroffen. Ich traf ihn ja schon vor langer Zeit, als er unser Haus niederbrannte und mir die Augen ausstach. Aber er hat nicht gelogen, als er zu wissen behauptete, wo Mutter ist. Seit dem Überfall hat er sie im Bargate-Gefängnis eingesperrt. Ich konnte nicht reingelangen, aber der Archäologe kennt einen alten Geheimgang. Du hast ihn schon getroffen, nicht? Jacks Kreaturen sind noch hinter ihm her. Genau wie hinter mir. Ich kann nicht länger bleiben. Ich habe die Einzelheiten auf einer Questkarte in der Gilde gelassen. Du musst Mutter rausholen. Nur sie weiß, wie man das Schwert bekommt. Hast du das Buch gelesen, das ich dir geschickt habe? Das Schwert ist alles und könnte die Welt in nichts verwandeln. Oh, und Mutter hat auch ein Geschenk für dich. Mehr Kraft, als du dir vorstellen kannst. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Natürlich. Ich glaube, mal eine kleine Quest werde ich noch schaffen. Rettet den Archäologen. Mal sehen, ob da irgendeine Großtat ist, die ich machen kann. Juhu! Ja! Nein! Zählt uns eine Großtat! Ja! Wunderbar! Juhu! Ich muss dafür erstmal nach Nordbauerstone. Hallo auch. Ja, ihr seid bekannt genug, um einzutreten. Und ich bin im Luxusviertel angekommen, Nordbauerstone. Willkommen in Nordbauerstone, oh Held. Dies ist ein ruhiger Distrikt und es soll auch so bleiben. Bei unzivilisiertem Verhalten landet man hier schnell in unserer Arrestzelle. Wir haben jetzt einen wirr plappernden Irren dort, aber der macht es nicht mehr lange, wenn ihr versteht, was ich meine. Nun denn, Lady Grey wünscht euch zu sprechen. Ihr findet ihre Gnaden im Garten vor ihrem Anwesen. Das ist eine große Ehre, sogar für einen Helden, also benehmt euch. Helft mir, bevor es zu spät ist! Und ich beginne die Quest. Rettet den Archäologen. Es waren zu viele, wir hatten wirklich keine Chance. Sie haben sich den Archäologen geschnappt und dort auf den Hügel verschleppt. Ich weiß nicht, was sie mit ihm vorhaben, aber ich wette, es wird nicht lustig für ihn.
Ihr müsst ihn retten. Schnell, es bleibt nicht viel Zeit. Ganz toll, Lakaien. Ich folge. Ja, diese Viecher nennt man Lakaien. Ich folge euch nach. Das hat weh getan. Manchmal habe ich das Gefühl, die Lakaien sind nichts als lebende Rüstungen. Ebenholzlangbogen. Da habe ich auch schon eine bessere Waffe mittlerweile. Und der Windmühlenhügel. Der Lakaien Herbeirufer hat eine Barriere errichtet. Ihr müsst ihn töten, um sie zu beseitigen. Das war kein Herbeirufer, das war ein Magier. Herbeirufer sind nochmal was anderes. Und ich gehe noch mal kurz friedlich angeln. Ja, ganz toll. Den kann ich sicherlich verkaufen. Sehr gut. So. Ja, sorry. Andererseits, warum musst du dich auch mit den Lakaien anlegen? Du hast dazu keinen Grund.
Die Barriere ist gefallen. Geht rasch durch und rette den Archäologen. Naja, sobald ich hier alles gelootet habe. Ein Attentäter. Ich werde euch nicht verschonen. Puppe meiner selbst. Noch eine wertlose Wiederbelebungsviole. Ich sterbe nicht, also sind die eigentlich ziemlich überflüssig. Bin ich überhaupt im gesamten Spiel schon ein einziges Mal gestorben? Ah, noch eine Truhe. Schatztipp Nummer 6. Und jetzt bin ich schon im Gibbetwald. Und er beschwört natürlich einen Steintroll. Warum nicht? Warum kann man es sich nicht einfach leicht machen, wenn es auch schwer geht? Das Zerstören des Explosionsfass. Komm schon, stirb endlich. Und wieder 800 Erfahrungspunkte. Nicht da lang! Ah!
dafür. Ich bräuchte eine neue Uniform. Hat jemand andere auch noch den Joke verstanden? Da, wenn er den Joke... Wenn noch jemand anders den Joke verstanden hat, dann kann er es ja mal in die Kommentare schreiben. Hoffentlich gibt es einen fetten Bonus dafür. Ich bräuchte eine neue Uniform. Diesen Joke gerade eben meine ich. Sie haben das Boot fast erreicht. Euch läuft die Zeit davon. Deine Rückendeckung kannst du dir in die Haare schmieren. Ich werde euch mit. Ich folge euch nach. Meine Fresse. Wir beginnen langsam echt auf die Nerven zu gehen, diese Lakaien. Ich folge euch nach.
habt mich gerettet. Aber ohne euch wäre ich immer noch sicher in meiner Höhle. Ja, ja, ich kenne den Weg ins Bargate-Gefängnis. Ich weiß doch alles, oder? Darum bin ich so gut wie tot, wenn sie mich wiederfinden. Aber egal, es gibt einen alten Weg ins Gefängnis, auf dem Friedhof von Litchfield. Wurde seit Jahrhunderten nicht mehr geöffnet. Wie das geht, müsst ihr selbst herausfinden. Ich bleib jedenfalls nicht hier. Ich kenne da ein paar gute Verstecke. Ja, ich würde dir auch empfehlen, dich zu verstecken, wenn Messer Jack nach dir sucht. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Jetzt noch kurz dieses Gebiet hier looten. Noch eine Silberverstärkung, die könnte später im Spiel wichtig sein. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Okay, vergleichsweise sehr leichter Fisch. Halt, habe ich schon genug Geld für die ultimative Distanzwaffe. Ihr findet bestimmt etwas, das euch zusagt. Die wird hier nicht mehr verkauft. Schade. Aber ich habe noch nicht genug Geld dafür. Ihr wart erstaunlich in der Arena. Aber warum habt ihr Whisper getötet? Und an dieser Stelle mache ich jetzt mal einen Cut. Es war mir wie immer eine Freude, euch als meine Zuschauer zu haben. Liked das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mich schon abonniert habt und noch nicht auf das Glockensymbol neben dem Abonnieren-Button geklickt habt, macht es, damit ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's für heute von Big Pauli. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.